Oh ja, die gefällt mir. Ja. Das ist eine, das weiß sogar ich. Ich weiß sogar, dass du so eine solche Uhr mal besessen hast. Genau, eine Portugieser. Richtig. Eine wunderschöne, klassische Uhr. Ja. Bitte schön, die Damen. Wunderschönen guten Tag zusammen. Hallo. Hallo. Darf ich euch erstmal den Uhrenspezialisten schlechthin vorstellen? Das ist Sven Deutschmanek. Hallo. Hallo Sven. Ich bin der Horst oder Herr Lichter. Da ich der Ältere bin, würde ich euch das Du vorschlagen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr es erwidern. Wenn nicht, bleiben wir beim Sie. Sehr gerne. Gerne. Gut, wie heißt ihr zwei denn? Ich bin die Anna. Anna? Und ich die Anja. Ja, wenn das mal nicht passt. So, ist das auch noch Mutter und Tochter? Nein. Nein? Das ist meine zukünftige Schwiegertochter. Ja, das finde ich ja jetzt interessant. Das finde ich ja cool, ne? Anna und Anja, was machst du denn beruflich? Ich bin gelernte Industriekauffrau und aktuell sitze ich in der Lohnbuchhaltung. Oh, das ist schön. Und du? Ich bin auch Industriekauffrau, aber ich seit der Geburt unseres jüngsten Sohnes bin ich zu Hause und leite das Familienunternehmen, das kleine Glückliche. Gut. So, von wem ist denn diese schöne Uhr hier? Also die ist von meinem Vater. Mhm. Ich habe sie geerbt. Vor 25 Jahren ist er leider schon verstorben. Mhm. Sie liegt jetzt eben diese 25 Jahre im Schrank. Das ist nicht gut. Nein, das stimmt. Mein lieber Sven. Ja. Erzähl mir doch erstmal etwas, warum heißt die Portugieser? Oh, das ist eine ganz interessante Geschichte. Also das ist eigentlich durch Zufall entstanden, weil zwei Uhrenimporteure aus Lissabon und Porto damals IWC damit beauftragt haben, eine etwas größere Uhr zu produzieren. Das war im Jahr 1938 und 1939 erschien dann die sogenannte Portugieser. Mhm. Das war der Grund. Deswegen hat IWC gesagt, wir nennen das ganze Ding Portugieser. Manchmal ist es so einfach, ne? Ja, es ist recht einfach. Ja. Aber fangen wir erstmal an. Wir schauen uns diese Uhr einmal hier an und schauen aufs Zifferblatt und sehen hier International Watch Company. Das Interessante ist ja, die wenigsten wissen, dass das kein Schweizer war, der diese Marke ins Leben gerufen hat. Das war ein US-Amerikaner, das war Florentine Ariosto Jones. Der hat selber 1856 als Uhrmacher in Boston gearbeitet und hat dann gesehen, dass quasi das Lohnniveau in der Schweiz viel niedriger ist im Vergleich zu den USA, und hat gesagt, ich mache da eine Marke auf. Und hat dann... Das ist aber auch schon mal länger her. Das war dann... Ja, pass auf. Ja. Das war dann 1868. Und das war dann die Geburtsstunde der International Watch Company. Das ist eine Jubiläumsausgabe der Portugieser, die ihr hier mitgebracht habt. Man hat sich zum 125-jährigen Jubiläum gedacht, wir legen diese Uhr neu auf. Mhm. Weil in der Zeit, als sie damals rauskam, zwischen 1939 und 1944, wo sie produziert wurde, hat man nur einige hundert verkauft. Also die Leute waren gar nicht so grille da drauf. Aber zur Jubiläumsausgabe 1993 hat man sich gesagt, jetzt muss diese Uhr nochmal kommen, weil es ist ein Klassiker von IWC. Jetzt schauen wir uns einmal dieses Edelstahlgehäuse an. Ich finde es ein bisschen schade, aber es ist wahrscheinlich dem Platz geschuldet, dass man diese Gravur der Limitierung hier auf die Seite gemacht hat. Und wir haben jetzt hier die Nummer 576 von 1000. Und ich sagte ja, das war dem Platz geschuldet. Weil wir drehen das Ganze einmal. Da sieht man hier dieses wunderschöne Handaufzugswerk. Das ist das Kaliber 9828 mit 19 Lagersteinen. Und dadurch, dass man diesen Glasboden gemacht hat, fehlt hier der Platz, da noch irgendwie was schön reingravieren zu können. Okay. Also das ist eine Uhr, die nicht nur von vorn gefällt, sondern auch die Leute, die sich für Uhren interessieren, dass sie auch von hinten wunderschön anzuschauen. Die tragen die auch manchmal falsch rum, ne? Stellt ihr euch gar nicht die Stellt ihr euch überhaupt nicht die Frage, wieso ich das Band abgemacht habe? Doch. Ja? Ihr handelt sich um Echsenleder und dieses darf nicht mehr gehandelt werden. Man darf dieses Band nicht verkaufen, deswegen habe ich es komplett vor der Expertise einmal von dieser Uhr getrennt. Du dürftest nie losgehen und sagen, hier, das verkaufe ich jetzt. Ja, jetzt sehe ich da vorne ein Büchlein liegen und noch irgendwas. Genau, also das ist das Büchlein, da wird dann quasi das Modell nochmal vorgestellt. 1993 gab es das mit dazu und da waren die einzelnen Modelle, wurden dann hier präsentiert. Ja. Und was ist daneben? Das ist das Garantiebuch, aber da fehlt noch ein Kaufkärtchen. Ja, das ist leider nicht da. Das hätte mit dabei sein sollen. Es wäre schön, wenn es mit dabei wäre. Und die Originalbox. Also ich habe hier eine Box. Die ist nicht original. Die wird dieser Uhr nicht gerecht, weil als die damals verkauft wurde, hat man so ganz wunderschön große... Ja. Birnbaumholzkarton, meine ich, hat man gehabt. Also kein Fullset, aber eigentlich ein Zubehör dabei. Yep. Funktioniert sie im Moment? Sie funktioniert. Nichtsdestotrotz sollte man nach einer so langen Lagerung die Uhr dann einmal zu IWC schicken. Also sprich, Geld einmal in die Hand nehmen. Einmal. Ja. Gut, ich brauche natürlich einen Wunschpreis von euch. Ich hätte gerne 5.000 Euro. Gut. Ist so viel möglich?
Die Uhr wird gehandelt, sie wird teilweise angeboten in dem Bereich so um 13.000 Euro aktuell. Es gab in den letzten paar Jahren einen Riesensprung bei dieser Uhr. Jetzt müssen wir aber die Revision noch berücksichtigen. Von daher liegt mein Preis hier zwischen 7.000 und 9.000 Euro realistisch. Mein Gott! Ja, da freue ich mich. Wow! Ihr Lieben, für euch das Händlerkärtchen? Dankeschön. Bitte schön, ihr Lieben. Viel Erfolg bei den Verhandlungen und da geht's rüber. Ja, danke sehr. Tschüss. Gerne. Vielen Dank. Sehr schicke Uhr. Ich bräuchte sowas mal noch in Gold, weil ich habe ja schon eine in Stahl. Da bist du ja schon mal raus, das ist ja schon mal viel wert. Ich hoffe, dass es so ausgehen wird im Händlerraum, wie es auch in der Expertise genannt wurde. Das wäre natürlich das Optimum. Warten wir es mal ab, schauen wir mal, was kommt. Die Jubiläumsuhr ist ein begehrtes Exemplar. Doch erzielt sie auch einen erfreulichen Preis? Guten Tag. Einen wunderschönen Hallo. Guten Tag. Hallo zusammen. Oh, guten Tag. Willkommen. Ein sehr nettes Ührchen haben Sie mitgebracht. Jawohl. Genau. Eine limitierte Auflage zum 125-jährigen Jubiläum. Genau. Auf 1000 Stück limitiert, ne? Genau. In Stahl. Edelstahl, ja. Edelstahl. Mhm. Papiere sind keine dabei, also leider ein Kaufbeleg. Nicht, nein. Mhm. Mein Vater hat sie sich gekauft 1993 und ist aber vor 25 Jahren schon verstorben. Ja. Und so lange liegt sie eigentlich. Hat sie eine Revision bekommen? Nein, hatte sie noch nicht. Nein. Noch nicht. Aber sie läuft in jedem Falle. Ja. Ja. Ein Lederband war da mal dran, das wurde mal schon ausgetauscht. Also ja, das durfte ich nicht mitverkaufen, weil das wegen des Artenschutzes nicht in Ordnung war. Alles klar. Das ist gerade abgemacht worden. Ah, okay. Ah, ja. Mhm. Wer möchte starten? Ich starte mit 3.000. Guter Start. 3.100. Was sind denn sonst, ist denn sonst so mit meinen Kollegen? Herr Wilschagen, ich bin da nicht dabei. Herr Runke, Frau Nüdling? Nee. Das müsst ihr, glaube ich, unter euch ausmachen. Ja, dann mache ich noch 3.200. Was sagen Sie denn dazu? Nein, für den Preis auf keinen Fall. Expertise war bis 9.000. Wie war die Spanne genau? 7 bis 9.000. 7 bis 9. Also ich mache noch weiter mit 3.500. Nee, ich mache da nicht weiter. Okay, dann frage ich andersrum. Was haben Sie sich vorgestellt? Mindestens 5.000 habe ich mir vorgestellt. Ich gebe Ihnen die 5. Deal? Wenn kein anderer mehr... Nein. Nee. Machen wir das? Ja, machen wir. Gut. Ruckizucki geht das. Genau. Dann sind das 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5. Recht schönen Dank. Ich danke auch. Ah, der will auch zu Ihnen. Prima. Dankeschön. Dank. Kommen Sie gut nach Hause. Ah, danke. Alles Gute. Tschüss. Eine klassische Uhr. Ja. Mensch. Ein neues, schönes Armband darum und dann ist der Drops gelutscht. Wirklich? Wir haben zwei Kinder, zwei Schwiegerkinder. Wären wir schon los, das Geld.